Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen, wir sind das Zukunftslabor für Deutschland. Hier kann man sehen, wohin das Land treibt, wenn die AfD den etablierten Parteien nicht in den Arm fällt. Hier kann man gesellschaftlichen Wandel begutachten, wenn man ihn definiert als Verfall und Verwesung von Gesellschaft. Dieses Bundesland ist inzwischen das verkommenste und in seiner Position, in seiner Spitzenposition nur noch gefährdet durch Bremen. Und wenn dann das Handelsblatt schreibt, dass es die AfD ist, die den Standort Deutschland gefährdet, meine Damen und Herren, in Nordrhein-Westfalen werden wir hoffentlich den Funktionärsstandort Deutschland, den Funktionärsstandort Nordrhein-Westfalen gefährden. Vor 50 Jahren war das noch anders, da hat das Industrieland Nordrhein-Westfalen das Agrarland Bayern mitfinanziert. Das Ruhrgebiet war Musterland der Integration für Masuren, für polnische und italienische Arbeitskräfte, die noch echte Malocher waren, die als Bergarbeiter hierher kamen, die als Stahlkocher hierher kamen und die nicht hierher kamen, um sich bei Hartz IV gemütlich zu machen, sondern die gearbeitet haben, sich integriert haben und deshalb akzeptiert waren und es bis heute sind. Nordrhein-Westfalen heute, das heißt Zerfall der Infrastruktur, das heißt 7,8% Arbeitslose und damit Höchststand der westdeutschen Flächenländer. Verslammung von Stadtteilen, Parallelgesellschaften, Desintegration, Niedergang der Gesellschaft, Staatsversagen auf allen Ebenen. Stadtbezirke ohne Deutsche, untätige, aggressive junge Männer, wie es so schön heißt. Das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein der Einheimischen geht den Bach runter. Kein Stolz mehr ist in diesem Land zu spüren. Wir am Revier, das war einmal. Die Entsolidarisierung der Eliten mit der einheimischen Unterklasse, den früheren Kumpeln und Stahlkochern, heute häufig Arbeitslosen, ist total, ist vollständig in diesem Land. Und das unter einer SPD-Ministerpräsidentin, meine Damen und Herren, die der SPD-Klientel zumutet, den Stoß aufzufangen, der wir schaffen, das Politik von Angela Merkel, die die Folgen davon zu erdulden haben, meine Damen und Herren. Wir haben die meisten Moscheen unter Verfassungsschutzbeobachtung, die meisten No-Go-Areas, die es nach Frau Kraft ja gar nicht gibt. Ein Allzeithoch bei Wohnungseinbrüchen. Wir sind bevorzugte Region aller Kriminellen, weil der Verfolgungsdruck gering ist, weil der Innenminister auch Kriminelle in Nordrhein-Westfalen nicht zu diskriminieren wünscht. Meine Damen und Herren, wir werden Deutschland zurückerobern, den Menschen ihren Stolz und ihre Identität wiedergeben, in Richtung von Vernunft, bürgerlicher Normalität und einer Politik des Augenmaßes und des Machbaren den Zeitgeist drehen in diesem Land. Wir werden das stickige Klima der moralischen Erpressung aufbrechen, die Wunschweltenbesiedlung auf Kosten des deutschen Steuerzahlers beenden. Das wäre unser Modell des Klimawandels in diesem Land. Wir werden den Gesinnungswächtern von AWO, Gewerkschaften, die nur Versorgungsposten für abgehalfterte SPD-Mitglieder sind, Frau Hinz, vielleicht ist da noch ein Pöstchen zu haben, wenn es mit dem Bundestag nicht mehr so klappt. Wir werden Ihnen Ihren Platz wieder zuweisen in diesem Land. Ich stelle mir ein Land vor, wo Frauen nachts im Minirock auf die Straße gehen können, ohne Angst. Die Mädchen in einem Schwimmbad nicht begrapscht werden, egal ob sie tätowiert oder nicht tätowiert sind, Herr Innenminister.
Ein Land, in dem man seine Meinung sagen kann, ohne Angst vor seinem Arbeitgeber haben zu müssen. Ein Land, in dem die Zeitarbeit die Ausnahme und nicht die Regel ist. Ein Land, in dem Serientäter Serientäter und keine Sozialfälle sind. In dem Linksextremisten nicht vom Staat gefördert werden. Ein Land, in dem Einwanderer ihre Rechnung von selbst erarbeitetem Geld bezahlen. Von Einwanderern, die zu uns gehören, weil sie sich von sich aus, weil sie es wollen, bei uns nach unseren Werten und Maßstäben integriert haben. So wie das viele Osteuropäer, Vietnamesen und auch Türken bis heute getan haben. Ein Land, das aufhört, sich ständig dafür zu schämen und schuldig zu fühlen, was es ist, sondern frei und selbstbewusst seine Rolle in der Welt spielt. Wir, die AfD in Düsseldorf, werden uns auch weiterhin dem Wohle des deutschen Volkes verpflichtet fühlen, meine Damen und Herren. Wir werden gemeinsam für dieses Land kämpfen. Wir werden im Ruhrpott der SPD das Fürchten lehren. Wir werden im ländlichen Raum der CDU das Fürchten lehren. Und beide eben genannten werden die 30 Prozentpunkte im kommenden Mai nicht mehr schaffen. Die nächste Partei, die das in Nordrhein-Westfalen wieder schafft, ist 2022 die AfD Nordrhein-Westfalen. So, das war eine 7-Minuten-Punktlandung. Wir haben jetzt Fragen. Wir haben jetzt die Fragen an den Kandidaten beschlossen. Eine Sekunde. So, es gibt jetzt, wir haben beschlossen, 5 Fragen an den Kandidaten. Wir werden das so, wie man liest, von links nach rechts, also links am Saalmikrofon beginnen. Und dann am rechts, dann wieder links, dann wieder rechts, dann wieder links. 30 Sekunden Zeit für eine Frage. Danach werden wir Signal geben, soll auszuschalten. Was Sie bei Fragen nicht machen dürfen, ist dort Lobhudeleien ablassen. Bitte stellen Sie eine Frage. So, die erste Frage sehe ich. 30 Sekunden Zeit ab jetzt. Bitte schön. Da ich ja nicht lobhudeln darf, interessiert mich aber trotzdem, was machen Sie nachher mit Ihrem EU-Mandat, wenn Sie in Düsseldorfer Landtag sind? Wir haben ja noch gute Kandidaten. Ich darf hochholen, oder? Wir haben nach mir auf der EU-Liste noch gute Kandidaten. Unter anderem kommt da Marc Jong, danach dürfte ich sagen, Paul Hampel. Also ich glaube, da findet sich ein Abnehmer. Ja. Dann haben wir Platz für eine weitere Frage. Von hier aus dem rechten Mikrofon. Ich sehe keine Frage. Haben Sie Fragen mit am Saalmikrofon? Halbe Minute Zeit haben Sie ab jetzt. Herr Prissell, wie wollen Sie den wirtschaftlichen Umschwung in Nordrhein-Westfalen erreichen? Also, ich habe nur eine Minute. Unsere bisherigen Landesregierungen hatten Jahrzehnte und haben das nicht geschafft. Bayern hat das in gewisser Weise vorgemacht. Es gibt bestimmte Grundbedürfnisse, die gedeckt sein müssen. Das ist zum einen Infrastruktur, da rede ich nicht nur über Straßen und auch Schienenverkehr, sondern da müssen wir vor allem auch über schnellere Netze reden. Deutschland ist im europäischen Vergleich wirklich
ja, drittklassig, wenn es um den Netzzugang geht. Da sind uns zum Beispiel Staaten wie Estland oder Lettland inzwischen davongeeilt. Das ist eigentlich schändlich. Das ist die wesentliche Grundlage. Dann müssen wir aufhören zu subventionieren, wie das zum Beispiel in Bochum bei Nokia oder bei Opel passiert ist. Weil diese Subventionsempfänger zwar viele Arbeitsplätze auf dem Schlag schaffen, aber dann auch gehen, sobald die Subventionen nicht mehr fließen und sich den nächsten Wirt holen. Das sind Wirtstiere letztlich. Vielen Dank. Gibt es eine weitere Frage? Normalerweise würde wechseln, dort ist keiner. Bitte schön. Herr Pitzell, könnten Sie uns den Eintrag des Schuldenverzeichnisses noch näher erläutern? Also den Eintrag vom vergangenen Jahr, meine ich damit. Ich glaube, das ist vor anderthalb Jahren ausreichend erläutert worden. Da haben sich viele Parteifreunde enorm hervorgetan, dass in korrekter und weniger korrekter Weise in der Parteiöffentlichkeit und auch in der medialen Öffentlichkeit darzustellen. Ich glaube, das sollten da von uns aus, nicht nur bei mir, sondern wir sollten generell nicht den Fehler machen, uns hier wechselseitig in der Öffentlichkeit in dieser Form zu beschädigen, wie das möglicherweise den Menschen gefallen hat. Es ist jedenfalls erledigt. Vielen Dank. Eine weitere Frage wäre noch möglich, ich sehe aber keine. Doch, da ist eine, jawohl. Es sind noch zwei möglich. Stimmt, zwei, wir haben drei. Herr Pazell, Sie konnten verständlicherweise in Ihrer kurzen Redezeit nicht alle landespolitischen Punkte ansprechen, aber mich würde besonders interessieren, weil es Zukunft für unser Land ist, wie Sie die Zukunft für die Kinder dieses Landes sehen, wie Ihre Vorstellungen zur Schulpolitik sind und zur Familienpolitik, soweit sie auf Landesebene bestimmt werden. Ja, ich glaube, dass wir im Übrigen die Familienpolitik zu einem wesentlichen Kernthema des nächsten Wahlkampfs machen sollten in Nordrhein-Westfalen. Wir haben das Glück, dass wir am 14. Mai Muttertag wählen. Und das ist ja ein sehr starkes Signal, wo die Landesmutter zwischen mehr Landesmutti, Frau Kraft, bewusst dieses Datum gewählt hat. Ich glaube, das ist eine Vorlage, um da in den Kernbereich der Union vorzustoßen, den ehemaligen. Familienpolitik bedeutet, dass wir an der Stelle echte Wahlfreiheit schaffen. Das heißt, wir brauchen Gleichbehandlung zwischen denen, die eine Fremdbetreuung ihrer Kinder wünschen, und denjenigen, die sich dafür entscheiden, selbst Kinder zu betreuen. Wir brauchen eine völlige Umgestaltung der Steuer- und Abgabenpolitik. Wir brauchen Freibeträge zum Beispiel bei den Sozialabgaben, ganz wesentlich für Familien, weil die durch Sozialabgaben letztlich zu Sozialfällen werden. Nur kleines Stichwort, bei Mindestlohnempfängern. Dankeschön. Später mehr. So, eine letzte Frage gibt es doch noch und dann sind wir mit der Fragerunde durch. Bitte schön. Eine Frage, was wollen Sie mit der Zuwanderung machen? Die ganze Zuwanderung zu den ganzen Leuten. Erstens, wir müssen den rechtlich korrekten Status wiederherstellen. Westfalenblatt hatte gestern dazu ein kurzes Interview vom Jahr gedruckt. Das heißt, jeder, der aus einem sicheren Drittstaat kommt, insbesondere einem anderen EU-Land, und oh Wunder, wir sind von EU-Ländern umgeben, hat keinen Anspruch auf Asyl, steht in Artikel 16a Absatz 2 des deutschen Grundgesetzes. Damit sind 99% aller Asylanträge erledigt. Das zweite ist Abschiebung. Und dazu hat Frau Petri neulich einen sehr einfachen und einleuchtenden Vorschlag gemacht. Der Insel bzw. zwei in der UN-Verwaltung, weil man häufig die Leute in ihre Heimatländer nicht abschieben kann, weil man die Heimatländer nicht kennt, weil die ihren Pass nicht wiederfinden unter ihrem Smartphone. Wenn man denen aber erklärt, dass es jetzt in die Südsee geht, dass es jetzt auf einen längeren Urlaub in die Südsee und der UN-Verwaltung geht, dann finden die ihren Pass wieder. Vielen Dank. Morgen sind 403 Stimmzettel. Von diesen war einer ungültig. Zwei Teilnehmer haben sich insgesamt enthalten. Ungültige und Enthaltungen zählen nicht mit, sodass die
Berechnungsgrundgesamtheit auf glatte 400 sich beläuft. Von diesen 400 abgegebenen gültigen Stimmen abzüglich der Enthaltung haben 8 Delegierte mit Nein gestimmt, also gegen beide. Von den dann noch verbleibenden 392 sind entfallen auf Herrn Thomas Röckemann 175 und auf Herrn Markus Pretzell 217. Am Mittwoch bei Hannelore Kraft zum Tatkrafttag eingeladen. Wir werden ihr zusammen zeigen, was Tatkraft ist. Wir werden Nordrhein-Westfalen blau machen. Ab heute beginnt der nordrhein-westfälische Wahlkampf für die AfD. Herzlichen Dank.